Ja, Herrn, der auch schon mittlerweile, wenn man so will, zur Country-Weihnacht gehört. Ich muss ihn doch vielleicht kurz vorstellen, weil der eine oder andere heute vielleicht zum ersten Mal mit dabei sein. Ein ganz toller Musiker, geboren in Vorarlberg, lebt aber jetzt in Heiligenkreuz in der Weststeiermark. Und er ist mit 26 Jahren aufgrund eines Augeninfarktes erblindet. Wie er diese Diagnose erhalten hat, verständlich, ist er dann in ein sehr tiefes Loch, in eine sehr schwierige Phase gefallen, hat diese Phase durchlebt. Aber die Musik hat ihm wieder einen Lebensinhalt, einen Lebenssinn gegeben. Er hat sich dann selber mehrere Instrumente beigebracht. Sein Lieblingsinstrument ist die Panflöte. Mittlerweile lebt er auch von der Musik und hat auch mehrere CDs aufgenommen. Er ist aber auch sonst sehr aktiv. Unter anderem ist er Doppel-Vize-Staatsmeister im versehrten Laufsport über 400 und 1500 Meter. Und in zwei Jahren hat er eine Reise geplant, und zwar vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, um Spenden zu sammeln. Weil das muss man dazu sagen, neben seinen vielen Konzerten veranstaltet er zumindest einmal im Jahr ein Großevent für seine Stiftung Augen auf Pfoten. Er ist zum sechsten Mal mit dabei. Ich glaube, die Technik ist soweit. Wohl, ist soweit. Dann, liebe Gäste, freuen wir uns, wie gesagt, auf einen ganz tollen Künstler, den der Joachim kennengelernt hat in der Basilika in Pöhlau. Und zwar war er da im Vorprogramm von Semino Rossi. Und was hat er gespielt? Auf der Panflöte, den einsamen Hirten. Dann hat der Joachim gesagt, du musst sofort zur Country-Weihnacht mittlerweile oder heute zum sechsten Mal mit dabei. Und wir holen es mit einem Riesenapplaus zu dir her auf die Bühne. Wolfgang Niggelhell. Hallo Kufstein. Es freut mich, dass ich heute wieder dabei sein darf. Zwischen den Achim und mir und natürlich auch seiner charmanten Gattin besteht ja schon eine langjährige treue Freundschaft. Und wir helfen uns immer gegenseitig. Ich weiß noch, er hat uns bei unserem Österreichlauf unterstützt. War ganz wichtig, auch der Manfred. Also ich bin gern bei euch und ich denke noch mal zurück, wie wir da in Pöllau waren, da der Achim auf mich zugekommen ist und hat gesagt, du weißt, ich mache da die Country-Weihnacht, würdest du mitmachen? Und der war ganz baff, weil ich gleich gesagt habe, ja, ohne zu überlegen. Und Achim, ich habe die Überlegung nicht bereut. Ich bin gern bei euch. Ja? Und ich lasse mir immer was einfallen. Ich weiß schon, ich bin sicher nicht dieser Country-Musiker, ja, aber mir gefällt die Country-Musik deshalb so gut, weil sie diese Musikrichtung ist einfach die Musik, die die Freiheit, ja, und ein freies Leben und ein selbstbestimmtes Leben am besten ausdrückt. Und das wünscht, ja, das wünscht nicht nur ihr euch, sondern auch wir Blinde wünschen uns das. Und mit so einem wunderbaren Kameraden und Freund, dem Amadeus, ist es so, kann ich so ein selbstbestimmtes Leben führen. Und natürlich teilen wir uns, wenn die Damen auf uns zukommen, natürlich auch gerecht die Streicheleinheiten. Ich möchte beginnen. Aber ich habe schon Country Musik dabei. Ich möchte beginnen mit einem wunderschönen Song. Eine tolle Melodie. Ihr könnt euch gerne anschließen und mitsingen. Rhythmus wäre auch ganz fein. Und zwar Good Morning America, how are you?
Also ihr seht auch, mein Amadeus ist ein Lustiger. Er darf sich auch auf der Bühne frei bewegen, das ist mir ganz wichtig. Und er liebt meine Nähe und wir sind wirklich ein tolles, eingespieltes Team. Ich will jetzt da gar nicht alles erzählen, das würde die Veranstaltung den Rahmen sprengen. Wir können uns gerne anschließend unterhalten. Vielleicht könnt ihr auch auf Facebook meine Aktivitäten mitverfolgen. Und ja, also Amadeus ist wirklich sprichwörtlich mein Licht. Dankeschön. Ich sage recht herzlich Danke für die gute Zusammenarbeit. Ich bin gerne hier dabei.
Jesper Mittelhell. Sensationell, tolle Musik. Und jeder, der musikalisch auch gut zu Hause ist, weiß, wie schwer es ist, so eine Panflöte zu spielen. Lieber Wolfgang, wir haben sie schon erwähnt, du hast ja selber eine Stiftung, die Augen auf Pfoten. Und wir haben jetzt auch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar darf jetzt unser Joachim zu mir auf die Bühne bitten, er hat was vorbereitet. Und da muss ich noch was dazu sagen. Ui, da geht's schon zu. Da muss ich noch was dazu sagen. Der Joachim hat jetzt zwei Damen mit dabei. Vielleicht geht es Ihnen auch oft einmal so, Sie sehen da jemanden im Saal und denken sich, irgendwoher kenne ich den. Und ich habe viele Damen dabei. Ja, ja, ist schon klar. Aber alle kennen jetzt auch nicht da. Zwei besondere. Ja, wollte gerade sagen. Und diese zwei Damen, die sind mir den ganzen Abend schon über den Weg gelaufen, wie man dachte, Joachim, ich kenne sie. Und das wird wahrscheinlich vielen so gegangen sein, denn die zwei Damen, die jetzt... Darfst du das überhaupt nicht kennen? Du bist ja, du bist der Konkurrenzsender. Es gibt keine Konkurrenz, nur Mitbewerber. Genau. Liebe Gäste, die zwei Damen kennen Sie aus dem Fernsehen, aus den Trucker Babes. Also wenn Sie diese Serie auf ATV, verfolgen, gibt auch den ORF, es gibt den ZDF, es gibt alles Mögliche. Und bei den Trucker Babes, da sind diese zwei Damen und die sieht man immer wieder. Und es ist die Helga und die Isabella. Und die kriegen jetzt mal einen Riesenapplaus. Und Wolfgang, ihr habt es doch, ihr habt es da irgendwas vorbereitet. Ja, lieber Wolfgang, viele, die da sind, wissen es ja wahrscheinlich. Ich habe den Wolfgang ja kennengelernt bei einem Vorprogramm von einem Konzert von Semina Rossi und er hat dort den Einsamen Hirten gespielt und mir ist eiskalt über den Rücken runtergelaufen, es war so toll. Und ich habe ihn überreden können, damals zu kommen und wie ihr ja alle wisst, alle Künstler, die auftreten, kommen gratis und spielen gratis. Die kriegen nichts dafür, das geht alles in den Topf rein, den wir spenden. Ich habe den Wolfgang damals gefragt. Danke. Und er hat ja gesagt, sofort spontan. Und erst zu Hause bin ich draufgekommen, dass es dem Wolfgang finanziell eigentlich gar nicht so gut geht. Damals hat man gerade für ihn eine Charity-Veranstaltung gemacht, um ihm seinen Blindenhund zu finanzieren. So ein nettes Viecherl wie der Amadeus da, der kostet so bei 35.000 Euro. Das ist nicht schlecht. Und der liebe Staat Österreich, die haben zwar Goldbarren versteckt und sonstige Spenden x-fach eingenommen, aber sie müssen für Blindenfürhunde die Mehrwertsteuer tragen. Das ist unbedingt notwendig. Mit der Zeit, mit der Musik, auch dank euch, weil ihr so viele CDs gekauft habt, geht es dem Wolfgang jetzt eigentlich so weit. Und er geht dazu über, seine, wie soll ich jetzt sagen, das, was er jetzt möglich machen kann, anderen Blinden zu ermöglichen, nämlich er hat einen Blindenführhund und in der Schweiz gibt es einen Verein, der bildet Blindenführhunde aus und stellt sie den Blinden gratis zur Verfügung. Dann haben wir das Thema mit der Mehrwertsteuer auch vom Tisch und sowas möchte der Wolfgang machen. Dafür möchte er die Stiftung Augen auf Pfoten gründen. Da ist er jetzt schon ein paar Jährchen dabei und sammelt fleißig Gelder. Und für den Aufbau dieser Stiftung haben wir auch was mitgebracht, lieber Wolfgang. Die Damen, die Isabella und die Helga, die bringen dir jetzt einen Check über 5.000 Euro. Wahnsinn! Herzliches Danke und ich möchte vielleicht mal ganz kurz dazu sagen, warum das so wichtig ist. Die Stiftung gewährleistet auch eine faire Verteilung. Das heißt, gerade wir Blinde haben einen großen Nachteil. Ja? Wir können nicht rausgehen und Sponsoren suchen. Es gibt viele, die schüchtern sind, die vielleicht nicht so attraktiv sind oder sich nicht raustrauen und vor allem nicht die Mobilität haben. Also wir sind auf diese Unterstützung wirklich angewiesen. Und da geht es ja um sehr, sehr viel Geld und wir müssen einfach wirklich vertrauen können, dass die Hunde wirklich richtig ausgebildet worden sind, dass sie auch, dass ihr Weg stimmt, dass sie von einer Patenfamilie, dass sie ein Patenfamilienprogramm durchlebt haben, dass sie auch zu den Blinden wirklich passen. Und damit man da gerecht
gerechte Aufteilung hat, ja, und vielleicht auch den Preis ein bisschen bremsen kann, gibt es nur die Möglichkeit eben nach Schweizer Vorbild. Eigentlich gibt es diese Stiftungen schon auf der ganzen Welt, nur in Österreich nicht. Sogar in Ungarn, in Rumänien, überall gibt es das schon, in ganz Europa, nur in Österreich nicht, und wir wollen das schaffen. Und ich weiß nicht, gibt es Wanderer unter euch? Ja, ich glaube, ich habe eine gute Idee. Wir wollen den Augen auf Pfoten Österreich Walkathon durchführen. Das heißt, auf zwei Beinen und vier Pfoten vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Und wir haben das heuer schon einmal getestet. Ich bin mit dem Amadeus bitte innerhalb von 3 Tagen 130 Kilometer nach Mariazell gepilgert. Und das hat super funktioniert. Der Amadeus hat viel, viel Freude dabei gehabt. Und ich möchte jetzt nicht zu lange, das würde viel zu lange dauern. Ihr könnt euch gerne auf Facebook oder auf der Homepage informieren, rechtzeitig. Es ist jeder eingeladen, jeder darf mitgehen. Wir gehen den Jakobsweg. Also wir starten vom Bodensee, gehen dann bis Feldkirch, dann den Jakobsweg durch Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien. Dort werden wir den Bundespräsidenten besuchen. Dann geht es weiter nach Burgenland zum Neusiedlersee. Und jeder, der Lust hat, eine Strecke mitzugehen, ist ein besonderes Abenteuer, wie wir gemeinsam da als Team funktionieren und arbeiten. Und das, sicher, das hat man sicher nicht jeden Tag, und vielleicht eine kleine Spende dazu, und dann werden wir das mit der Stiftung schaffen. Es ist uns nämlich auch gelungen, dass die Lions Clubs österreichweit einsteigen. Die gehen nicht nur mit, sondern sie werden auch fleißig spenden, und da bin ich überzeugt davon, wir werden, wenn diese Wanderung vorbei ist, die Stiftung ins Leben rufen. Da bist du dir sicher, Wolfgang, dass du zum Bundespräsidenten gehen willst? Das wäre, glaube ich, schon besser, du gehst zur FPÖ oder zur ÖVP, die hat mehr Kohle mit der Bundespräsidentin. Tja, weißt du, ich gehe überall hin, gell? Also herzliches Danke, und ich habe mit den Trucker Babes schon gesprochen, vielleicht lasst ihr das dann, wenn wir dann einsam durch Österreich marschieren und es fährt dann ein Truck vorbei und sitzt eine von denen drinnen, der nimmt uns sicher mit. Also, ich wünsche euch noch schönes Feiern, und ich hoffe, ich sage das ganz bewusst so, wir sehen uns wieder, wünsche euch jetzt schon frohe Weihnachten, viele schöne Stunden mit eurer Familie, mit euren Freunden, einen guten Rutsch ins neue Jahr, und ich wünsche euch das, was man mit Geld nicht kaufen kann, Glück und Gesundheit, und vergessen wir nicht ganz dabei auch die Zufriedenheit. Jetzt ist uns so etwas zugesteckt worden, liebe Gäste. Jetzt übertrieben wir ein bisschen, das macht nichts. Unser Herr Präsident der Wirtschaftskammer hat da eine Idee. Also wenn er zum grünen Bundespräsidenten geht, dann muss unbedingt in Tirol in der Wirtschaftskammer vorbeikommen. Lade dich herzlich ein, auf deiner Reise einen Zwischenstopp bei uns in Tirol in der Tiroler Wirtschaftskammer zu machen. Und wir werden dich sicher damit ausstatten, dass du bis zum Neusiedlersee weiterkommst. Super. Danke, das ist auch besonders nett. Super. Dankeschön. Danke, danke. Bitteschön. So, jetzt darf ich auch mal, nachdem wir das dritte Mal das Mikrofon aus der Hand genommen haben. lieber Wolfgang, wir dürfen da heute 5.000 Euro überreichen. Auf das, dass es noch ganz viele Amadeus gibt. Natürlich, er ist einzigartig, aber jeder sollte einen Amadeus haben. Und deswegen darf ich sagen, geben wir da jetzt mal die 5.000 Euro. Und da ist schon mal ein kleiner Schritt gemacht damit. Das ist schon ein großer Schritt, ne? 5.000 Euro von den Plattenbüchs überreicht an den Wolfgang Wigner. Jetzt machen wir schnell ein Foto für die Presse. So viel Zeit muss sein.